Ja. Ich sag dir was, ich empfinde den Wahlkampf als absolut schändlich. Das, was der ORF aufführt, nicht nur mit Kandidaten wie mir, sondern anderen Kandidaten, gestern Valentin, diese Inquisition, die hier in den ORF-Studios stattfindet, dieses Vorführen, dieses Diffamieren von Kandidaten, begonnen mit Frau Reiterer im Zentrum, wo sie uns wie Volksschulkinder vorgeführt hat und uns Verfassungsfragen gegeben hat, nach dem Motto, und wisst ihr, das ist ein brav Kinderlein, und mit Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten gesprochen haben. Dieser Herr Dürr, der geglaubt hat, er kennt mich mit einer Geschichte vor 14 Jahren verfrühstücken und am Ende habe ich ihn gewickelt, da hat er nur bei mir auf Granit gebissen. Oder gestern dieser Herr Wolf, der ein aggressiver, diffamierender Ort, nicht wie ein Journalist fragt, Antworten, Widerrede, Gegenantwort, abwartet, sondern in Wahrheit eine Brandrede, eine aggressive, diffamierende Haltung gegen Kandidaten. Also da sage ich, es hat sich die letzten Wochen bewiesen, dieser öffentlich-rechtliche Rundfunk ist wirklich nur mehr Sammelsurium von Politagenten, die eine Agenda erfüllen. Der Amtsinhaber wird gehätschelt, der Amtsinhaber wird gepflegt, der Amtsinhaber ist so gut und alle Herausforderer, alle anderen sechs, Rosenkranz, Brunner, Valentin, Marco Bogo, Groß, alles Idioten. Das sieht man, diese Agenda sieht man eindeutig. Und dann erfährt man, dass ausgerechnet der Wahlkampfmanager, der ehemalige von Alexander van der Bellen, Lothar Lockl, durch die Stimme ihrer Grünen in der Regierung Stiftungsratsvorsitzender des ORF geworden ist. Also ich hätte immer gedacht, Parteipolitik hat im ORF laut Grünen nichts mehr verloren. Ihr Herr Kogler, Ihre Frau Gewessler, Ihre Frau Sadic, Ihre Frau Maurer, diesen Politagenten in den ORF gesetzt haben, der den ORF und Redakteure offenbar dazu bringt, in direkte freie Wahlen in diesem Land einzugreifen, mit einer diffamierenden und schändlichen Art und Weise, wie ich es nicht einmal in üblen kommunistischen TV-Stationen bis heute erlebt habe. Dieser ORF ist fertig. Die Wochen rennt ein ORF-Gieß-Volksbegehren. Von dieser Stelle bitte ich alle, das Gleiche zu tun, was ich gestern gemacht habe, GIS abschaffen für diesen Schrott-TV und den ORF endlich entpolitisieren. Wenn die verwackelten Figuren ein bisschen einen Anstand hätten beim ORF, hätten sie selber kandidieren, aber dazu sind sie zu feig. Sitzen sie in ihren brakantisierten Sesseln und beschimpfen Kandidaten. Das lasse ich sicher nicht zu.